Neben den Plosiven gibt es natürlich noch einen ganzen Haufen anderer Laute. Die zweite Kategorie, die ich vorstellen möchte, sind die sogenannten Reibelaute. Wir sagen Frikative zu denen, was auch schon ein bisschen so, das klingt schon so ein bisschen genauso nach dem, was die eigentlich machen. Nämlich, da reibt irgendwas. Wir haben also keinen vollständigen Verschluss mehr, sondern nur noch einen teilweisen Verschluss, der zu Luftverwirbelungen im Mund führt und damit zu einem physikalischen Rauschen. Wenn wir uns die Liste der Frikative anschauen, dann sehen wir wieder Pärchen, aber nicht in allen Fällen. Und wir sehen auch hier wieder ein paar Besonderheiten, die ich Ihnen kurz näher erläutern möchte. Ich denke, unproblematische Fälle sind sowas wie F und W, so wie in Fisch und Wasser. Für manche Leute problematisch könnte schon sein der Unterschied zwischen S und S. Wenn ich es isoliert artikuliere, hören Sie den Unterschied sehr deutlich. S und S. Das eine ist stimmhaft, das andere stimmlos. Aber in Süddeutschland existiert dieser Unterschied nicht. Das heißt, vor allem Schwaben und Bayern tun sich extrem schwer, diesen Unterschied festzustellen, weil sie ihn einfach auch gar nicht produzieren. Das ist auch im Prinzip nicht weiter schlimm. Für die Schriftsprache macht das nicht so viel aus. Es ist trotzdem interessant zu wissen, dass dieser Unterschied existiert. Die anderen Anmerkungen, die ich zu dieser Liste, zu dieser Tabelle habe, betrifft vor allem die Ch-Laute und die R-Laute. Denn wir sehen hier in der Tabelle mich und, was habe ich noch, ich muss wieder spicken, Bach. Und wir hören auch hier wieder zwei vollkommen verschiedene Laute, Ch und Ch, die an zwei vollkommen verschiedenen Stellen im Mund gebildet werden, die wir aber mit den exakt gleichen Graphemen verschriften. Das ist auch ziemlich gut so, denn in Wirklichkeit handelt es sich zwar um zwei verschiedene Laute, um zwei verschiedene Phone, aber nicht um zwei verschiedene Phoneme. Es ist ein und dasselbe Phonem und das merken wir daran, wenn wir versuchen, ein Minimalpaar zu bilden, was nämlich nicht gelingen wird. Wir können nämlich diese Laute einfach austauschen. Wir können sagen, mich interessiert das nicht oder ich saß am Bach. Das klingt zwar ziemlich komisch, aber verstehen tun Sie mich trotzdem. Das heißt, es entsteht kein Bedeutungsunterschied. Dennoch hören wir zwei komplett verschiedene Laute und das ist wieder einfach sehr wichtig für Leute, die unsere Schrift nicht kennen, dass, dass man denen eben zeigt, dass es sich zwar um zwei verschiedene Laute handelt, aber die bedeuten sozusagen genau das Gleiche und wir schreiben sie deswegen eben auch genau gleich. Die andere Anmerkung, habe ich gesagt, betrifft die verschiedenen R-Laute. Wir haben hier ein Frikativ wie in Regen. Den bilden wir relativ weit hinten hier. Wir kennen im Deutschen drei verschiedene R-Laute. Und auch hier haben wir genau den gleichen Fall oder einen ganz ähnlichen Fall. Nämlich, wir können sie ohne Probleme austauschen. Ich kann sagen Regen, ich kann sagen Regen und ich kann sagen Regen. Bei den ersten zwei, R und R, vibriert hier was, das sind Vibranten. Und bei dem dritten, den wir eben hier in der Tabelle auch sehen, da wird nur so eine Enge gebildet. Es ist fast schon gar kein so ein richtiger Reibelaut mehr, sondern eigentlich eher ein Approximat. Alles auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur drei vollkommen verschiedene Laute. Wir schreiben sie exakt gleich, weil sie exakt austauschbar sind. Es sind nur Varianten. Wir Linguisten nennen sowas Allophone und dieses Wort Allo oder diese Silbe kommt oder dieses Präfix kommt immer wieder vor, weil das einfach nur anzeigt, dass es zwei verschiedene oder mehr Varianten von einem und demselben Objekt gibt. Alles nicht so wichtig. Dann sehen wir da noch das H, aber ich denke, das ist auch zumindest für den Anfang vollkommen unproblematisch. Wenn wir Hs schreiben, ist das wieder eine haarige Angelegenheit, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Wichtig ist nur, es sind einfach Unterschiede, ob wir eine vollständige Konstruktion, einen vollständigen Verschluss bilden oder nur so Luftverwirbelungen machen, indem wir die Artikulationsorgane aneinander stark annähern. Dann haben wir noch mehr vollkommen unproblematische Laute im Deutschen, vollkommen unproblematische Konsonanten. Das sind zum Beispiel die Nasale, ein M und ein N, das ist ganz klar. Nasal, das ist, hat was mit der Nase zu tun. Und im Deutschen gibt es drei Nasale, nämlich das N, das M und das ein bisschen verwunderliche M, das Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen ist. Aber wir schreiben es tatsächlich auf. Es gibt ein eigenes Graphem dafür, nämlich NG. Wir sprechen das zum Beispiel in Wörtern wie Enge.
Und das ist ein ganz interessanter Fall, denn sowohl das M als auch das N kann eigentlich in der Silbe an ziemlich vielen Orten vorkommen, das N dagegen nicht. Es kann zum Beispiel nicht silbeninitial, das heißt am Anfang der Silbe stehen, das geht schlicht und ergreifend nicht. Obwohl es Sprachen gibt, in denen das ohne Probleme möglich ist, im Deutschen ist das einfach verboten sozusagen. Es gibt kein Wort, das anfängt, hallo, nein, das existiert einfach nicht. In der Mitte kann das vorkommen. Und auch hier sehen wir wieder ein ganz großes Problem der Anlauttabellen. Die Anlauttabellen tun erstens, wie gesagt, so, als ob es Laute gäbe, die zu Buchstaben gehören, was nicht stimmt. Und zweitens arbeiten sie eben nur mit Anlauten, was ja halt einfach schwierig ist, weil manche Laute im Anlaut gar nicht stehen dürfen. Egal, nur am Rande. Dann haben wir noch die Laterallaute, da gibt es im Deutschen nur das L und lateral, das hören Sie schon, das ist irgendwie so, ja, das geht da an der Seite vorbei. Die verschiedenen R-Laute und das L fassen wir häufig zusammen zu den sogenannten Liquiden, weil die irgendwie so fließen. Wie gesagt, ganz viele Fremdwörter, nicht so wichtig. Wichtig ist jetzt Folgendes, warum ich Ihnen das alles erzählt habe, außer dass Sie wissen, was für verschiedene Laute es gibt, ist, diese Laute haben verschiedene Eigenschaften und anhand dieser Eigenschaften lassen sie sich in Hierarchien sortieren. Und die werden wichtig, wenn wir im nächsten Video über die Silbe sprechen. Und diese Eigenschaft, von der ich da gesprochen habe, die nennt sich Sonorität. Die Sonorität, das ist ganz schwer für viele zu fassen. Wenn ich meine Studierenden frage, wer weiß, was Sonorität ist, melden sich immer fast alle und sagen, ja, ja, klar. Wenn ich frage, ja, definieren Sie es mal, dann kann es fast keiner. Und das ist ein ganz generelles Problem, dass viele Leute verstehen, was gemeint ist, aber es nicht richtig erklären können. Auch in Lehrbüchern werden sie in der Regel keine Erklärung finden, sondern nur die deutsche Übersetzung. Sonorität bedeutet Schallfülle. Ich kann Ihnen das aber ganz gut erklären, ganz gut an einem Beispiel illustrieren, was das bedeutet. Ich kann Ihnen hier erstmal diese Sonoritätshierarchie zeigen, die uns sagt, Plosive sind ganz wenig sonor, also diese P. Laute und Vokale sind ganz stark sonor, gefolgt von den Liquiden L und R, gefolgt von den Nasalen M und N. Jetzt, was ist da der Unterschied? Der Unterschied ist ganz einfach. Wenn ich diese Hierarchie durchgehe, von oben nach unten, sagen wir mal, und ich produziere eben alle Plosive des Deutschen, P, B, D, G und so weiter, dann produziere ich alle Frikative, F, W, S, und so weiter, dann produziere ich alle Nasale und so weiter, Liquide und dann alle Vokale, dann werden Sie mich, wenn ich in einem Meter Abstand vor Ihnen stehe, mich ganz normal verstehen. Gehe ich 10 Meter weg, werden Sie schon Probleme haben, gewisse Laute zu verstehen. Gehe ich 100 Meter weg, werden Sie wieder weniger Laute verstehen. Und umso weiter ich von Ihnen weggehe, umso weniger Laute hören Sie. Und zwar fallen zuerst alle die oben weg, alle die sehr wenig sonor sind. Und ganz am Ende erst die, die sehr sonor sind. Das heißt, die Laute, die ich vornehme, die sehr sonor sind, sind sehr, sehr, sehr gut wahrnehmbar. Und das werden wir im nächsten Video sehen. Hat einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, nicht nur im Deutschen, sondern das gilt eigentlich, soweit wir heute wissen, wie Theo Fennemann nachgewiesen hat, für alle Lautsprachen auf der Welt, dass diese Sonorität eine ganz wichtige Rolle dabei spielt, wie Elemente innerhalb einer Silbe angeordnet werden können.